Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem himmlischen Vater. Jesus erzählt ein Gleichnis, das Gleichnis von den Pächtern des Weinbergs. Ich lese uns aus Markus 12. Jesus begann ihnen Gleichnis zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an. Er baute eine Mauer darum, hob eine Grube als Kelter aus und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er ihn und ging auf Reisen. Als es an der Zeit war, schickte der Besitzer einen Knecht zu den Pächtern. Er sollte bei ihnen seinen Anteil vom Ertrag des Weinbergs abholen. Aber sie packten den Knecht, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Darauf schickte der Besitzer noch einen Knecht. Dem schlugen sie den Kopf blutig und beschimpften ihn. Der Besitzer schickte noch einen weiteren Knecht, den töteten sie sogar. Er schickte noch viele andere, die einen verprügelten sie, die anderen töteten sie. Da blieb nur noch einer übrig, sein geliebter Sohn. Ihn schickte er als Letzten. Er sagte sich, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, er ist der Erbe, kommt, wir töten ihn, dann gehört sein Erbe uns. Sie packten ihn, töteten ihn und warfen seine Leiche hinaus vor den Weinberg. Was wird der Weinbergbesitzer jetzt tun? Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Ihr könnt doch die Stelle in der Heiligen Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Der Herr hat ihn dazu gemacht. Das heißt, ein Wunder vor unseren Augen. Die führenden Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten hätten Jesus am liebsten verhaften lassen, aber sie fürchteten sich vor der Menge. Sie hatten verstanden, dass er in dem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte, und sie ließen ihn in Ruhe und gingen weg. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Das Ganze zu verfilmen, das wäre eine herrliche Abendserie, so mit Krimi-Touch. Das ist ein Weinberg. Großer Weinbergbesitzer legt ihn an, baut ihn, pflanzt ihn, hängt seine ganze Energie rein und verpachtet ihn dann an Menschen, die diesen Weinberg bearbeiten dürfen und auch viel Erlös draus ziehen dürfen. Aber einmal im Jahr kommt er eben und holt sich das, was ihm per Vertrag zusteht. Also schickt er nach einem Jahr seinen Knecht, um diesen Ertrag des Weinbergs zu holen, der ihm zusteht. Und die? Die Menschen, die dort arbeiten, die es gepachtet haben, die verprügeln ihn, verjagen ihn und sagen, mir gebe nichts, von uns nicht. Dann schickt er einen Nächsten rein, einen weiteren Knecht. Irgendwie muskulöser, stärker, ehrfurchtsvoller scheinbar. Den schlagen sie, beschimpfen sie. Den Nächsten, den er schickt, den töten sie sogar. Und so schickt er weitere Knechte, weitere. Keiner hat eine Chance, es ist Anarchie pur auf diesem Weinberg. Jetzt sein letzter Versuch. Seinen Sohn. Der sieht ihm ja ähnlich. Der ist sozusagen das Abbild dieses Weinbergbesitzers. Vor dem werden sie Respekt, Achtung, Ehrfurcht haben. Den werden sie doch niemals irgendwas antun. Ist ja so, als würde der Chef selber kommen. Aber die sehen ihn kommen und wissen eins, der ist der Erbe. So, wenn Papa stirbt, dann kriegt er alles. Also bringen wir ihn um, dann gibt es keinen Erben und dann können wir
diesen Weinberg ja uns ganz unter den Nagel reißen, dann ist nicht nur das, was wir als Erlös davon haben dürfen, sondern es ist aller Erlös, gehört dann uns. Also wenn wir ihn um die Ecke bringen, das tun sie. Sie töten den Sohn, den Erben und verbuddeln ihn jenseits des Weinbergs. Uns gehört das Erbe. Aber als Jesus das Gleichnis erzählt, er sagt er, und was denkt ihr, was jetzt dieser Weinbergbesitzer machen wird mit denen, die sowas anstellen? Er wird jetzt selber kommen und sie zu Tode verurteilen. Und der Weinberg, den verpachtet er dann anderen Menschen. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und seine Zuhörer, die nämlich da waren, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die wussten genau, was damit gemeint war. Da hat doch Gott diese Welt gemacht. Da hat er doch Gott jeden Menschen in sein Leben gegeben. Da hat auch Gott das Volk Israel erwählt. Und immer dann, wenn sie abwichen, hat er Propheten geschickt, um sie zur Umkehr zu rufen. Aber was geschah mit vielen dieser Propheten? Sie wurden verachtet, verhöhnt, verspottet, eingesperrt, am liebsten vernichtet. Ein Elia musste fliehen, wegen der Wahrheit. Ein Johannes der Täufer, sozusagen der letzte Prophet, wurde getötet. Und nun kommt der Menschensohn, Jesus selber. Wenn er das ist, dann werden doch die Menschen ihn hören. Aber was sagen die Menschen? Nein, wir wollen nicht, dass dieser Jesus über uns herrscht. Nicht diese Szene am Karfreitag. Wen wollt ihr, Jesus oder Barabbas? Barabbas, den Mörder. Barabbas, der sozusagen im Dunkeln stand. Oder wollt ihr Jesus, der im Licht steht? Und sie brüllten Barabbas. Den wollen wir frei haben. Jesus soll gekreuzigt werden. Das war der Sohn, Jesus selber. In dem Gleichnis, das Jesus erzählt, begraben sie diesen Sohn außerhalb des Weinbergs. Und der Weinberg steht sozusagen für das heilige Volk, für Israel. Sie werfen ihn sozusagen raus in die Finsternis, dort, wo man die beerdigte, die gar nicht zu dem Heiligen dazugehörten. Wie ein Fluch. Und so war es mit Jesus. Verflucht ist der, der am Kreuz hängt. Jesus oder Barabbas, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist aber jetzt, so sagt die Bibel, zum Grundstein geworden. Den ihr vernichtet habt, aus den baut jetzt Gott seine Welt auf. Und das hören jetzt diese Priester, Schriftgelehrten, Ältesten, und wollen am liebsten Jesus sofort verhaften. Denn für sie war das eine große Provokation. Es hat sie richtig provoziert. Er meint doch uns damit. Denn dieser Weinberg, das sind ja wir. Das Volk Israel, Juda. Weinberg, das ist doch das Gottesgeschenk. Aber wem gehört der Dank? Wem gehört Gott? Wem gehört ihr? In einer Provokation kann man natürlich sagen, ist da was Richtiges dran und umkehren und sagen, ja, wir kommen jetzt und wollen uns ins Licht stellen und dir glauben, Jesus. Oder wir gehen auf diese Barabbas-Seite, in dieses Dunkle und sind dann eigentlich schon gerichtet, verurteilt. Und jetzt geht es um uns selber. Um mein Herz, mein Leben selbst. Denn Gott kommt ja zu uns
und sagt, ich habe dir das Leben gegeben. Ich habe dich geschaffen als ein Ebenbild meiner Wirklichkeit. Wo stehst du? Gibt es manchmal diese Abwehr? Die Abwehr, nein, Gott ja, aber doch nicht so nahe. Vielleicht einen schlechten Vater gehabt und gedacht, dann muss Gott auch schlecht sein. Oder wenn du sagst, ja, ich schaue auf diese Kirche und sehe, was dort an Missbrauch und allem Möglichen passiert, so kann doch Gott nicht sein. Dann hältst du dir Gott auch damit vom Leibe. Oder die Angst einer Lebensveränderung, die Angst, was sagen jetzt meine Freunde, wenn ich plötzlich ins Büro komme und sage, Halleluja, ich bin Christenmensch, ich habe mich in dieses Licht gestellt. Heute gibt es in vielen Ländern der Erde Christen, die können nicht einfach so locker wie wir hier im Gottesdienst sitzen. Die werden ausgegrenzt, verfolgt, eingesperrt und getötet. Warum? Einfach, weil sie Christen sind. Einfach, weil sie sagen, Jesus ist der Herr. Wir glauben an ihn. Er hat unser Herz berührt. Ich bin berufen, zu Gott zu gehören. Jesus hat einmal gesagt, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat, nämlich Gott selber. Ich finde das toll. Der identifiziert sich, Jesus, mit uns als Christenmenschen. Der identifiziert er sich mit uns und sagt, wer euch sieht, der sieht mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich und er verachtet den, der im Himmel ist, nämlich Gott selber. Seine Christen. Und so wie er ausgegrenzt wurde, so geht es jetzt auch vielen Christen auf der Erde. Schon von Anfang an. Da beginnt diese Märtyrergeschichte gleich mit einem Stephanus, der voller Heiligen Geist war, der von Jesus begeistert war, der anderen geholfen hat, der sich engagiert hat. Und dann wird er zum Tod verurteilt. Warum? Weil er sagt, Jesus ist mein Herr. Dann werfen sie Steine auf ihn, um ihn zu töten. Und während er so hinübergleitet, da ruft er noch aus, ich sehe jetzt den Himmel offen. Ich sehe diese neue Dimension. Ich sehe Jesus selber zur Rechten Gottes sitzen. Ich sehe diese Herrlichkeit Gottes, an die ich immer schon geglaubt habe, die ich gespürt habe. Ich sehe sie sterbend mit meinen Augen. Das war Stephanus, der erste Märtyrer. Und dann kennt man das ja so, dann gab es diese großen Christenverfolgungen im Römischen Reich, ein Nero, der Rom anzündete und sagen, das waren die Christen gewesen. Und sie wurden dann den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Vernichten wollte man sie, aber was passierte im Gegenzug? Die Gemeinde wuchs. Da waren Leute fasziniert, wie kann man eigentlich, wenn man so verurteilt werden, nicht den Glauben absagen und einfach weiterleben. Da muss so was Tiefes drin sein, wie so eine Wurzel, die man nicht mehr ausreißen kann. Da muss es etwas sein, was dieser Stephanus zum Ausdruck bringt. Ja, ich bin geerdet im Himmel in der Herrlichkeit Gottes. Ihr könnt mir mein Leben nehmen, ihr könnt mich quälen oder was immer tun. Aber ich bin gegründet in dieser himmlischen Welt bei Jesus selber. Gut, dann kam es, dass Konstantin, der Kaiser, sich ja taufen lassen und dann auf einmal wurde das Christentum Staatsreligion, aber auch in dem Christenheit gab es plötzlich dann immer wieder Strömungen, die wieder andere Christen verfolgten, ausgrenzten. Eine Täuferbewegung. Hexen verbrannt wurden und so weiter. Jesus sagt, wer euch sieht, der sieht mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Gott selber.
Heute ist der Gebetstag für die bedrängten und verfolgten Christen. Und in dem weiten Globus gibt es Nationen, wo es Verfolgung gibt, wo Christen ausgegrenzt werden, wo man sie vernichten will, wo man sagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Da habe ich eine Weltkarte mitgebracht. Es gibt von der Aktion Open Doors, die machen sozusagen Indexes von Verfolgungen der Christen. Und am schlimmsten hast du das als Christenmensch, wenn du in Nordkorea zu Hause bist. Absolut atheistischer Staat. In den Untergründen gibt es dort Christen. Da gibt es Bibeln, die weitergegeben wurden. Aber da gibt es sie eben, diese Konzentrationslager, wo sie hineinkommen. Warum? Weil sie glauben. Schwört den Glauben ab und sie tun das aber nicht, weil sie wissen, wie der Stephanus, da ist dieser offene Himmel. Ich bin verwurzelt in Jesus Christus und das kann mir niemand nehmen. Selbst wenn ihr mir das Leben nehmt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Jesus einen Platz im Himmel für mich bereitet hat. Ich weiß, wenn er mich verfolgt und verachtet, dann verachtet ihr Jesus und dann verachtet ihr den lebendigen Gott selber und dann verachtet ihr Gott, der diesen Kosmos gemacht hat, der dir das Leben gegeben hat, der den Frieden in diese Welt bringen möchte. Und da gibt es viele Länder, alle, die hier rot gezeichnet sind, sind richtig große, verfolgende Länder. Viele Länder dort, wo der Islam herrscht. Jetzt denkt man, Islam ist doch eigentlich eine friedliche Religion. Es gibt im Islam zwei Richtungen. Die einen, die lesen den Anfang des Korans. Absolut friedlich, harmonisch und schön. Und dann gibt es die andere Seite, die zweite Hälfte des Korans, wo es tatsächlich um Mord und Totschlag geht, wo sich die Dschihadisten dann drauf berufen, auf die zweite Hälfte. Da gibt es aber auch Clanstrukturen, Familienstrukturen. Ach du meine Güte, wenn du glaubst, bist du anders, dann kommt Schande über uns. Wer euch hört, der hört mich, sagt Jesus. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, der verachtet Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde selber. Und was können wir dazu tun? Paulus beschreibt ja einmal die Christenheit als ein riesengroßer Körper. Und Jesus sagt das hier auch. Wenn man euch sieht, sieht man mich, Jesus. Und dieser Leib Christi geht praktisch durch die ganze Erde, um die ganze Welt herum. Überall ist sein Leib. Und Paulus sagt einmal, wenn ein Glied an einem Körper leidet, merken Sie, wenn Sie Zahnschmerzen haben, dann geht es Ihnen richtig nicht gut, überall. Und bei diesem Körper der Christen ist es so, dass wir aufgefordert sind, mitzuleiden, sozusagen mit denen, die verfolgt, missachtet, missbraucht und eingesperrt oder getötet werden. Wie können wir das tun? Heute ist der Gebetstag für die verfolgten Christen. Und wir wollen das nachher auch tun, hier in diesem Gottesdienst. Verschiedene Dinge, verschiedene Länder einfach mal kurz vorstellen und dafür beten. Für die Menschen, die dort für Christus da sind. In der Hauptsache, wenn wir uns fokussieren, sozusagen auf diesen mittleren, zentralasiatischen Bereich, das ist das, was Open Doors gerade so in den Fokus auch nimmt. All diese Länder, die so mit Tan aufhören, so Pakistan, Kasachstan, Tadschikistan und so weiter und Afghanistan. Aber bevor wir dafür beten, möchte ich Ihnen euch einen kleinen Film zeigen, auch von Open Doors, von Eugen, der unterwegs war, um dort Gemeinden zu besuchen und Christen zu besuchen. Und was er so erzählt, das erzählt er besser selber in diesem kleinen Film. Musik.
Shockwave Connected. So gut, dass du dabei bist. Wir wollen dich bei jedem Impuls mit hineinnehmen auf unsere Reise durch Zentralasien zu unseren verfolgten Geschwistern. Ihre Geschichten erzählen, mit dir teilen, was uns mit ihnen verbindet und wie wir einander im Glauben stärken können. Du bekommst zusätzlich nach jedem Impuls ein Gebetsanliegen und eine Challenge für die Woche. Bei meiner Reise durch Zentralasien habe ich viele Geschichten unserer Geschwister gehört. Doch in jeder Geschichte kamen wir an den Punkt, wo sie vor der Frage standen, bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Ihre Entscheidung für Jesus hatte immer ein Preisschildchen dran, auf dem drauf stand Familie, Freunde, Ausbildung, Job und bei manchen sogar das Leben. Einer der Brüder, bei dem Leben auf dem Preisschild stand, war Rauf. Er konnte nur mit hohen Sicherheitsvorkehrungen zu dem Ort kommen, wo wir ihn trafen. Dafür wechselte er Taxis, die SIM-Karten seines Telefons und wir mussten Überwachungskameras meiden. Rauf kam mit einer schweren Immunerkrankung zur Welt und seine Haut war von eitrigen Wunden bedeckt. Und diese Krankheit zersetzte seinen Körper. Seine Kindheit war eine reine Qual. Mit 18 konnte er nur noch liegen und seine Mutter wechselte täglich eitrige Verbände. Zu der Zeit kamen koreanische Missionare und sein Vater kam zum Glauben und lud einen Pastor ein, um über seinen Sohn zu beten, der im Sterben lag. Rauf sagte, es war meine letzte Chance, denn die Ärzte waren alle ratlos. Rauf nahm Jesus im Gebet auf und sagte, Gott, wenn du mir das Leben schenkst, wenn du mir eine Chance gibst, werde ich mein Leben deinem Dienst widmen. Ich werde tun, was du mir sagst. Ich werde dorthin gehen, wo andere nicht hingehen wollen. Weil sein Zustand sehr kritisch war, entließ ihn die Klinik, um zu Hause zu sterben. Zu Hause band seine Mutter die Verbände auf und fing an zu weinen, denn die Wunden wurden weniger. Eine Woche später begannen die Krusten abzufallen und einen Monat später sind alle Wunden weg. Und es blieben noch nicht einmal Narben, sagte Rauf und zeigt mir seine Haut am Arm. Rauf bleibt seinem Versprechen treu und meldet sich auf einem theologischen Seminar im Ausland an und wird Pastor in seiner Heimatstadt. Doch der Dienst erfüllt ihn nicht so, wie er sich das gedacht hat und er weiß, Gott hat mehr vorbereitet. Auf einer Missionskonferenz hört er vom Evangelium unerreichten Bevölkerungsgruppen in Zentralasien. Ein Volk berührt so besonders sein Herz, aber sie waren radikale, wahhabitische Muslime und ihre Religion kannte man nur für Gewalt und Terrorismus. Als er heimkommt und den Fernseher einschaltet, sieht er gerade Nachrichten über einen Bombenanschlag in der Region. Und die Nachrichtensprecherin sagt, es ist eine Region, in die keiner gehen will. Rauf weiß, was er zu tun hat und alle halten ihn für verrückt, aber er sagt mir mit glühenden Augen, ich hatte so ein Feuer in mir, so eine große Liebe für die Menschen dort. Er, seine Frau und eine kleine Gruppe unternehmen die erste Erkundungsreise. Sie kennen niemanden, haben keine Geldreserven und sie klopfen einfach nur an die Türen, fragen, ob sie auf Toilette gehen dürfen, dann fragen sie nach einer Tasse Tee und die ganze Region ist sehr gastfreundlich und so werden sie eingeladen und stellen oft nur eine Frage. Wie ist euer Leben? Und sie hören zu, wie die Menschen ihre Herzen ausschütten. Sie erzählen dann von Isa Masih und die Menschen entscheiden sich für Jesus. Als sie wieder heimkommen, steht der Entschluss bei ihm und seiner Frau fest. Sie verlassen ihre guten Jobs und sie ziehen in diese Region, wo es keine Christen gab, keine Gemeinden, keine Bibel, nur Herausforderungen. Als sie im Flugzeug saßen, sprengte sich am Zielflughafen ein Selbstmordattentäter in die Luft. Sie werden nach der Landung durch die zerstörte und blutverschmierte Eingangshalle geführt, wo 35 Menschen gerade ihr Leben verloren haben. Rauf sagt, das war der Willkommensgruß des Teufels an uns. Sie beginnen ihren Dienst. Rauf ist überall unterwegs und erzählt von Isa Masih. Sogar Imame und andere religiöse Führer laden ihn ein. Dschihadkämpfer werden Christen. Sie bekommen wundersamen Zugang zu Schulen und erreichen über 40.000 Schüler mit der guten Message von Jesus. Sie verteilen tausende Bibeln und über 100 kleine, geheime Hauskreise entstehen, weil so viele Menschen sich für Jesus entscheiden. Und das alles in einer der radikalsten Regionen dieser Welt. Das blieb nicht unbeantwortet. Rauf erhielt Drohungen fast täglich. Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus ging, verabschiedete ich mich, als ob es das letzte Mal wäre, sagte mir Rauf.
Einmal wurden sie mit viel christlicher Literatur erwischt und ins Gefängnis gesperrt. Sie wurden gefoltert und man drohte ihnen, dass sie nie wieder rauskämen. In einer Zelle mit 30 Schwerverbrechern und Terroristen. Nach 10 Tagen ließ man sie jedoch überraschend und ohne Erklärung frei. Sie haben in diesen Tagen mit den Gefangenen natürlich über Isa Masih gesprochen und 3 dieser Insassen nahmen Jesus auf. Die Verfolgung ging weiter. Radikal-islamische Websites veröffentlichten Raufs Namen und seine Adresse und gaben ihm zum Abschluss frei. Die Geburtsklinik wies seine hochschwangere Frau mit Wehen ab, sodass sie zu Hause fast mit dem Baby stirbt. Später wird Rauf mit dem Tod der Frau und den Kindern gedroht. Er erzählt mir mehrere Stunden lang, wie heftig diese Zeit für sie war und über die unzähligen Wunder, die sie dabei erlebten. Als seine Frau zu erzählen beginnt, hören wir auch von ihr, wie hoch dieser Preis für sie und die neuen Gläubigen war. Rauf schließt mit den Worten: Man hat mich eingesperrt, man hat mich verspottet. Ich wurde verhört, ich wurde verprügelt, ich wurde mit einem Stock geschlagen. Und wir waren trotz all dieser Schwierigkeiten bereit, bis zum Ende zu dienen, bis uns gesagt wurde, dass die Tür hier verschlossen ist. Wir waren sogar bereit, für Christus zu sterben. Warum? Gott hat für jeden seine Zeit zu sterben vorgesehen. Wenn wir sterben, dann aber mit Gott, der uns durch seine Barmherzigkeit, Liebe und Gnade gerettet hat. Deswegen tun wir das. Eine Geschichte von vielen. Gesichter der Verfolgung nennt Open Doors das. Und Sie können auch, es gibt nachher am Ausgang noch einige Broschüren, selber auch die nächste Woche oder nächsten Wochen, auch vielleicht in dieser Passionszeit für diese Christenmenschen dort miteinander beten. Warum geben diese Christen nicht auf? Weil sie wissen, meine Heimat ist im Himmel. Gott hat mich erlöst, gekrönt mit Herrlichkeit. Es gibt einen Kollegen von mir, inzwischen ist er schon Rentner geworden, der war in jungen Jahren, hat er Theologie studiert, war unterwegs gewesen, aber er erzählte mir dann eigentlich, kannte ich Christus noch gar nicht von Herzen. Für mich war Theologie so, politisch voranzugehen, die Welt zu verbessern mit eigenen Kräften. Und dann kommt ihm plötzlich in der Nacht dieses in den Sinn und sagt, in der Christenverfolgung, dafür, für meine Theologie, die ich so habe, würde ich mein Leben nicht opfern. Ich hätte da aufgegeben. Und das machte ihn dann neugierig und er suchte weiter und fand dann zu diesem lebendigen Glauben, wo er sagt, Mensch, Jesus, du bist ja mehr, als ich hier sehe in dieser Wirklichkeit, sondern deine Wirklichkeit ist größer. Es ist der Himmel. Und dann wird er ein großer Zeuge von Gott im Himmel. Und auch heute würde er sagen, ihr könnt mir alles nehmen, aber nicht mein Vertrauen auf Jesus. Das hält auch dann, wenn ich sterbe. Gibt es einen Preis für die Nachfolger? In Römer 12 stellt euer Leben ganz Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Für was opfern wir unser Leben? Naja, was machen wir? Schönheit und alles mögliche, Sport, dass unser Körper gut aussieht. Manchmal auch für die Karriere opfern wir Verschiedenes. Aber für Gott sein Leben einzusetzen? Raoul und andere Christen, die tun das. Und wir sind ein großer Leib, sind eingeladen zu beten für die, die verfolgt werden, zu beten für die Verfolger, dass durch dieses Zeugnis von Christen dort auch Menschen frei werden von ihrer Dunkelheit und hineintreten in das Licht dieses Evangeliums. Denn wie heißt das in dem Johannesevangelium, was wir am Anfang gehört haben, die in der Finsternis sind, die sind eigentlich schon gerichtet, weil die sich nicht trauen, sozusagen in das Licht hinaus zu gehen. Und dort im Licht, da kannst du erleben, der ist ein guter Hirte, der selbst durch das tiefste Tal dich hindurchträgt. Und ich möchte euch einladen, so ein Lied von diesem guten Hirten miteinander zu singen, nämlich du, Gott, bist ein wunderbarer Hirte. Du bist der, der selbst durch diese finsteren Täler mich trägt. Du bist der, der mir zur Seite steht und der auch den Christen dort in der weiten Welt längst nicht so gut haben wie wir hier,
zur Seite steht, sie trägt und ihnen hilft.